Ach ja, so, da kann man schon mal sagen, ich habe keinen Bock mehr. Wir wollen raus auf den Null-Bock-Tag. Den gibt es tatsächlich, muss nicht unbedingt nur Montag sein, 7 Uhr, wenn der Wecker klingelt und man sagt, will nicht zur Arbeit, ich habe keinen Bock. Vielleicht kennen Sie das Gefühl ja sogar. Und dann klingelt bei mir nicht der Wecker um 7, sondern ein bisschen später. Aber ja, in manchen Firmen gibt es jetzt sogar die Möglichkeit, an solchen Tagen tatsächlich einfach mal blau zu machen. Und zwar offiziell ohne Krankschreibung. Für diese Epoche haben wir was mehr. Wahnsinn. 17 Grad, die Sonne lacht. Arbeiten heute null Bock. Bei der Firma Einhorn gar kein Problem. Einfach Bescheid sagen und entspannen. Ohne Krankschreibung wohlgemerkt. Und Urlaubstage müssen auch nicht geopfert werden. Die Mitarbeiter sind begeistert. Die Chefs übrigens auch. Ich habe nämlich gemerkt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die keinen Bock haben, gerade hier zu sein, ist total ätzend. Und dann haben wir gesagt, wenn du keinen Bock hast zu kommen, brauchst du nicht zu kommen. Seit 8 Jahren wird das bei Einhorn so praktiziert. Man setzt auf gegenseitiges Vertrauen und Eigenverantwortung. Ein Null-Bock-Tage-Limit gibt's auch nicht. Wenn ich jetzt irgendwie 4-mal die Woche keinen Bock habe, dann würden wir irgendwann mal fragen, ob es dir gut geht und ob wir irgendwie was für dich tun können und so. Weil das natürlich dann auch irgendwann teuer wird und dir geht's schlecht und es ist irgendwie für alle dann nicht so toll. Spontaner Sonderurlaub, weil kein Bock. Na, wie klingt das für Sie? Ich denke, dass das ganz gut ist, weil wenn Leute irgendwann viel Stress haben, dann braucht man auch einen Tag, dass man sagen kann, heute nichts. Ich finde es nicht okay, dann soll man halt Urlaubstage nehmen, sag ich mal. Halbes Jahr arbeiten, halbes Jahr nichts machen, das würde gehen, wenn man nur wollte. Gut, das geht dann vielleicht doch ein bisschen zu weit. Aber auch bei Google, LinkedIn oder Nike gehören Null-Bock-Auszeiten längst zum Arbeitsalltag. Also warum nicht gleich für alle und per Gesetz? Wettbewerbsökonomen haben da große Bedenken. Das passt überhaupt nicht in diese Zeit, ist ein ziemlich absurder Vorschlag. Denn die Wirtschaft strauchelt. Und was die Zahl der Wochenarbeitsstunden angeht, da liegt Deutschland im EU-Vergleich mit 43 Stunden eh schon auf dem drittletzten Platz. In Polen zum Beispiel wird knapp 6 Stunden mehr gearbeitet. Einhorn hält dagegen. Die reine Arbeitszeit sage nicht viel über die eigentliche Produktivität aus. In ihrem Fall sei sie durch die Null-Bock-Tage sogar deutlich gestiegen.